In dieser Folge geht es um digitale Medien und unseren Umgang mit Daten. Es geht um die Frage, was machen die Daten mit uns? Es geht aber auch um die Frage, was machen wir mit den Daten? In dieser Folge Medienpädagogik im Schaukelstuhl möchte ich nicht nur diesen Fragen nachgehen, sondern außerdem auch handlungsorientierte Ansätze zur Förderung von Media Literacy und Data Literacy vorstellen. Und weil ich dafür etwas mehr Anschauungsmaterial und ein paar meiner Bücher hier hinten brauche, sitze ich ausnahmsweise mal hier am Schreibtisch und nicht, wie Sie es sonst aus der Serie kennen, im Schaukelstuhl. Also heute geht es um Daten und die Datafizierung unserer Welt. Und als Medienpädagoge beginne ich natürlich bei den Medien. Aber nicht nur, weil der Begriff Medien in meiner Denomination und Berufsbezeichnung steckt, sondern auch, weil Medien unsere Schnittstelle zur Technik sind. Und das haben wir in diesem Band der Framedial-Reihe Digitaler Wandel in Bildungseinrichtungen aus dem Jahr 2020. Olga Merz, weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Medienpädagogik Informatik interdisziplinär nachgespürt und uns eben genau mit dieser Schnittstelle zwischen digitaler Technik, Medium und Mensch beschäftigt. Und wenn Sie wollen, können Sie ausgewählte Texte, wenn Ihnen dieses Video zu schnell geht, nicht nur in diesem Buch hier nachlesen, das bei Copet erschienen ist, sondern auch bei Paddocs und da auch dann entsprechend frei zugänglich. Und in meinem Artikel habe ich Gerhard Tolucierki zitiert, der sagt, Kinder und Jugendliche und die meisten Menschen kommen ja üblicherweise nicht mit Einsen und Nullen, mit Algorithmen oder den Daten irgendwie direkt in Verbindung. Und das stimmt, da hat er recht. Da sind auch einige Medienpädagoginnen und Medienpädagogen der Meinung, wir müssen uns gar nicht unbedingt mit Technologie, Technik und Daten befassen. Aber, das sage ich, wir alle nutzen doch diese Medien, die Internetdienste, die Plattformen, die auf der Basis dieser Algorithmen und Daten funktionieren. Und das meine ich, wenn ich vom Medium als Schnittstelle spreche. Und diese Schnittstelle geht ja in beide Richtungen. Das heißt, einerseits erhalten wir Informationen über das Medium und werden dadurch beeinflusst. Aber wir können genauso auch Informationen abgeben und weitergeben und dadurch durch das Medium wiederum andere Menschen beeinflussen. Etwa so, wie wenn wir uns zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch face-to-face unterhalten und entsprechend beeinflussen würden. Und der Unterschied aber jetzt zwischen der digitalen und vernetzten Kommunikation und dem persönlichen Face-to-Face-Gespräch ist, dass man sich beim persönlichen Gespräch, dass man immer weiß, mit wem man es zu tun hat. Und auch, dass man es mit einem Menschen zu tun hat. Bei der medialen Kommunikation ist das aber nicht immer so. Und da möchte ich an den Soziologen Dirk Becker erinnern. Der hat nämlich bereits vor über 10 Jahren gesagt, dass der gedächtnisfähige Computer heute mitkommuniziert. Also, ob ich beispielsweise hier einen Facebook-Post von einem meiner Freunde lese und der definitiv von einem meiner Freunde stammt oder von einer Maschine, das ist nicht zweifelsfrei klärbar. Klar ist aber, dass er mich in irgendeiner Weise beeinflussen kann, meine Meinung zu einem bestimmten Thema prägt und so weiter und so weiter. Also, streng genommen geht es natürlich nicht um alle Medien, an die wir jetzt gerade denken, sondern primär natürlich um digitale Medien. Wenn Sie sich aber bei sich zu Hause zum Beispiel oder in der Schule, in der Hochschule oder auf der Arbeit nach rechts und links schauen, dann stellen Sie fest, digitale Medien sind einfach überall. Und das war ja vor wenigen Jahren noch nicht immer so. Also wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit denke, dann waren die Medien wie zum Beispiel hier diese Zeitung, ja, Zeitung oder Bücher. Ich denke zum Beispiel auch an Kassettenrekorder oder Fernseher. Es waren Medien, die Menschen zur Information nutzen konnten, also wie jetzt die Zeitung oder auch das Radio, ja, oder auch zur Unterhaltung, wie zum Beispiel Fernseher oder ein Plattenspieler oder ein CD-Spieler, Kassettenrekorder und so weiter. Und ein paar Jahre später, das war dann so Ende der 1990er Jahre und um die Jahrtausendwende, da gab es so etwas wie diese neuen, damals sogenannten neuen Medien kamen auf. Und vielleicht haben Sie sich da schon mal gefragt, wenn Sie das in der Literatur gefunden haben, diesen Begriff, was macht eigentlich ein Medium zu einem neuen Medium?
Oder man könnte auch anders fragen, was fehlte eigentlich den alten Medien? Und jetzt stark vereinfacht könnte man sagen, dass die tradierten Medien, also die zu meiner Kindheit, primär der Informationsbeschaffung und der Unterhaltung dienten, währenddessen mit den neuen Medien ein paar neue Funktionen dazu kamen. Zum Beispiel die Funktion der Kommunikation. Das heißt also, mit neuen Medien konnten Menschen nicht nur Informationen rezipieren und sich dann und sich unterhalten lassen, sondern weil die neuen Medien über einen Rückkanal verfügen, konnten Medien auch in etwas umfänglicherer Weise auch zur Kommunikation genutzt werden. Oder anders gesagt, ein Dialog war nun möglich durch diesen Rückkanal. Also ein echter Austausch von Informationen. Ein schönes Beispiel hierfür ist die SMS oder Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Threema. Naja, nun könnte man jetzt entgegnen, Kommunikation war ja vorher, also ein Dialog war ja vorher auch möglich, zum Beispiel mit dem Telefon. Aber der Unterschied zwischen dem Telefon und beispielsweise, wie wir heute Medien nutzen, digitale Medien nutzen, war, dass man bei dem Telefon eher eine individuelle, persönliche Kommunikation möglich war. Währenddessen mit einem Buch oder einer Zeitung konnten wenige Menschen viele Menschen erreichen. Und heute mit den digitalen Medien hat sich das entsprechend verändert. Also eigentlich schon streng genommen mit den neuen Medien hat sich das verändert, dass nämlich jede und jeder potenziell jede und jeden erreichen kann. Und zwar nicht nur individuell, wie es beim Telefon oder beim Brief war, sondern auch gleich große Menschengruppen. Das heißt also, ob Sie eine WhatsApp zum Beispiel an eine Person senden oder an eine riesengroße Gruppe, das ist gleich. Und man kann sich vorstellen, dass diese Entwicklung schon der neuen Medien umfängliche Auswirkungen auf unser Zusammenleben und unsere Kultur hat. Wenn nämlich jemand eine gute Idee hat oder auf zum Beispiel einen gesellschaftlichen Missstand hinweisen möchte, dann ist es möglich, ganz viele Menschen zu erreichen. Und mir fällt da der arabische Frühling ein, denn ohne neue Medien, in diesem Fall konkret Social Media und ich glaube, in diesem Fall war es Facebook im Wesentlichen, wäre eine Mobilisierung der Bevölkerung zu den Protesten nicht möglich gewesen. Aber jetzt ist natürlich nicht jede Entwicklung durchweg positiv, denn die Möglichkeit, dass jede und jeder potenziell jede und jeden erreichen kann, schafft natürlich auch eine Basis, in der sehr viele Meinungen nebeneinander stehen. Das meine ich jetzt nicht unbedingt als etwas Negatives und das finde ich jetzt auch noch nicht problematisch, aber wenn man diese zahlreichen Wahrheiten in einer komplexen Gesellschaft, die eine komplexe Gesellschaft hat, dass jede und jeder noch mal kritischer prüfen muss, was sie oder er im Netz liest oder sieht. Und okay, aber dies soweit nur zu den kurz nur zu den neuen Medien, denn eigentlich geht es ja um digitale Medien und es soll um Daten gehen heute. Ich habe das Beispiel mit den neuen Medien jetzt im Wesentlichen vorgestellt, um an diesem Beispiel zu zeigen, dass in unserer Menschengeschichte immer technische Innovationen die Welt und unser Zusammenleben verändert haben. Man könnte es auch ganz allgemein sehen, man könnte zum Beispiel an die Erfindung der Schrift denken oder auch die Erfindung des Buchdrucks oder auch genauso, wenn man jetzt mal vom Medienbereich sich verabschiedet, auch an die Dampfmaschine oder auch an das Auto denken. All diese Innovationen haben eins gemeinsam, sie haben unser Zusammenleben von uns Menschen beeinflusst. Und im Bezug auf die neuen Medien war die technische Innovation das Netz, konkreter gesagt das Internet, also das weltweite technische Netzwerk, das nicht nur Computer miteinander vernetzt, sondern auch Menschen sozial miteinander vernetzen kann. Und durch mobile Netze und Dienste, wie zum Beispiel SMS oder WhatsApp, nicht nur an bestimmten Orten, wie zum Beispiel hier am Schreibtisch, wenn ich am Computer sitze, sondern ständig und überall vernetzen kann. Also, weil wir eben über die mobilen Netze unsere sozialen Netze, also die mobilen technischen Netze, unsere sozialen Netze immer dabei haben. Und just das war die Voraussetzung für die neue Funktion der Kommunikation, die mit den damals so bezeichneten neuen Medien einherging. Schon weit bevor es solche Plattformen gab, die wir heute mit sozialen Netzen bezeichnen, also wie Facebook, Instagram und so weiter, die ja eigentlich nur relativ bedienbare
gut bedienbare Anwendungen sind, die die technische Infrastruktur des Netzes nutzen. Also, ich will damit sagen, die technische Innovation hat eine kulturell-soziale Praxis verändert und damit komme ich nun endlich zu den digitalen Medien. Also, was ist also nun bei den digitalen Medien die technische Innovation, die unsere kulturell-soziale Praxen verändert? Hierzu könnte ich jetzt noch wirklich viele Aspekte nennen, aber in Bezug auf das konkrete Thema dieses Videos, es geht ja um Data Literacy und es geht um den Umgang mit Daten, sind im Wesentlichen zwei Prinzipien entscheidend, die digitale Medien verfügen. Und da ist zunächst die Software zu nennen, ein Aspekt, auf den mein US-amerikanischer Kollege Lev Manovich bereits vor über 12 Jahren schon hingewiesen hat. Etwas allgemeiner könnte man sagen, die Algorithmen. Also Software, Algorithmen, Handlungsanweisungen für Maschinen, für Computer in diesem Fall. Und dann sind da natürlich noch die Daten, um die es geht, die auf Basis von Algorithmen erhoben werden können und die dank digitaler Technik universell gespeichert werden können. Also zunächst kurz zur Software und zu den Algorithmen. Die Medienentwicklung, die auf das Prinzip der Software zurückzuführen ist, lässt sich nämlich mit dem Begriff der Konvergenz sehr gut beschreiben und auch relativ schnell erklären. Bisher war es nämlich so, dass man für jede einzelne Medienfunktion ein eigenes Medium brauchte. Also, um Radio zu hören, brauchte man ein Radio. Zum Beispiel dieses hier. Ja. Oder um schreiben zu können, brauchte man eine Schreibmaschine, diese hier. Ja. Um zu telefonieren, brauchte man ein Telefon. Ja. Und um zu fotografieren, eine Kamera. Ein Video aufzunehmen und so weiter. Und um Fernsehen zu schauen, nee, das lasse ich jetzt. Also ist dann vielleicht doch ein bisschen. Der ist ein bisschen schwer. Aber Sie wissen vielleicht trotzdem schon, was ich meine. Nämlich mit digitalen Medien, also mit Tablets oder mit Smartphones, können wir all das machen und noch viel mehr mit einem Gerät, mit einer Hardware. Das heißt, die Software in diesem Gerät ist streng genommen auch die Software auf den Servern der Plattformen, die wir nutzen, sorgt dafür, dass diese universellen Geräte ganz unterschiedliche Medienfunktionen erfüllen können. Und dies ermöglicht wiederum, dass jeweils neue Ideen und neue Funktionen viel einfacher umgesetzt werden können, als das in dieser Hardwarezeit war. Also wenn ich früher eine Idee für ein Mediengerät hatte, musste ich es sehr aufwendig entwickeln, bauen. Und heute reicht es, wenn ich ein klein bisschen coden kann. Und selbst dafür gibt es interessante Hilfen, wie zum Beispiel visuelle Programmiersprachen, zum Beispiel wie Scratch, mit dem ich Befehle einfach kinderleicht zusammenstellen und neu arrangieren kann. Aber wie schon gesagt, das ist nur ein Aspekt digitaler Medien. Da sind natürlich noch die Daten, um die es ja in diesem Video im Besonderen geht. Nimmt man jetzt nämlich diese drei Prinzipien, über die ich bisher gesprochen habe, also die Prinzipien der digitalen Medien, zusammen, also die Vernetzung, die universelle Speicherbarkeit von Daten, die Softwareorientierung und die Konvergenz, dann wird deutlich, dass wenn alle Menschen Mediengeräte haben, mit denen alles machbar ist und wir tatsächlich auch alles damit machen, dann auch alles speicherbar ist. Das heißt also, was von Eingabegeräten oder auch von Sensoren erfasst wird, zum Beispiel von der Tastatur hier, oder einer Kamera, einem Mikrofon, wie das beispielsweise hier gerade in dem Video passiert, das ist potenziell speicherbar. Und zu diesen Informationen, die beabsichtigt von uns erzeugt werden, also wie zum Beispiel dieses Video, gibt es natürlich auch Daten, die im Hintergrund erfasst werden. Dazu gehören zum Beispiel, wenn ich eine Webseite besuche, dann werden Cookies lokal auf meinem Rechner oder auf meinem Handy gespeichert, die dann wiederum von der neuen Seite abgerufen werden können. Oder Suchanfragen bei Suchmaschinen. Oder auch Ortsinformationen, da in den Smartphones und Tablets GPS-Sensoren eingebaut sind, kann man entsprechend dann auch verarbeiten und speichern. Und
Und das alles, was irgendwo im weiten Netz gespeichert ist, kann potenziell auch von jeder und von jedem genutzt werden. Also, was wir sagen, hören, besuchen, fotografieren, wohin wir uns bewegen und so weiter, ist speicherbar und wird entsprechend auch gespeichert. Will man das nicht, muss man diese Daten schützen. Aber erstens, es gelten nicht in jedem Land die strengen Auflagen. Zweitens ist kein Schutz perfekt. Und drittens finden wir es offen gesagt manchmal auch ganz praktisch, wenn sich zum Beispiel Google an unsere letzte Suche erinnert oder wir passende Werbung angezeigt bekommen oder wenn zum Beispiel die Ortsinformation in einem Bild dazu beiträgt, dass wir ein Foto nach dem Aufnahmeort suchen können und es dann dadurch auch relativ leicht finden in der ganzen Menge der Fotos, die wir jeden Tag machen. Das heißt also auch aus Gründen des Komforts entscheiden wir uns manchmal bewusst, dass diese oder jene Information gespeichert werden soll, gespeichert werden darf. Oder wir akzeptieren Werbung, wenn wir zum Beispiel einen Dienst oder eine Plattform kostenlos nutzen wollen. Denn bei vielen Algorithmen, mit denen wir es im täglichen Leben zu tun haben, ist die Aufmerksamkeitssteuerung ein ganz zentrales Ziel. Und das erklärt sich aus dem Aspekt, den ich zuvor im Kontext der neuen Medien erwähnt habe. Wenn nämlich jede und jeder selbst mediale Artefakte herstellen kann und alles gespeichert wird, dann entstehen innerhalb kürzester Zeit ungeheure Datenmengen. Sie kennen sicher diese Grafik, in der visualisiert wird, wie viele Nachrichten in einer Sekunde versendet werden oder wie viele Stunden Videomaterial in einer Sekunde nur innerhalb des Netzes hochgeladen werden. Seit Jahren steigen diese Zahlen immer weiter. Und je größer das Medienangebot, desto wichtiger wird es, dass diese jeweiligen Angebote auch gefunden werden. Also, dass die Webseiten bei einer Google-Suche möglichst weit oben sind oder dass ein Video bei YouTube möglichst häufig angeklickt wird. Und die Plattformen wie YouTube erreichen das, indem sie zum Beispiel mittels Algorithmen ihre favorisierten Videos erfassen und ihnen dann ähnliche Videos in der Vorschlagsliste entsprechend anbieten. Also, einfaches Beispiel, wer gerne süße Katzenvideos schaut, bekommt immer mehr süße Katzenvideos oder auch Bilder von anderen süßen Tieren. Und warum ist das so? Naja, klar, weil YouTube alle Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf der Plattform halten möchte, da die Plattform ihnen ja auch dann mehr Werbung zeigen kann, über die sich wiederum die Plattform finanziert. Einige von Ihnen denken jetzt vielleicht, okay, mich stören die süßen Katzenvideos gar nicht und die Werbung stört mich irgendwie auch nicht, wenn ich dafür die Plattform kostenlos nutzen kann. Problematisch wird es aber natürlich, wenn dieser Algorithmus nicht nur süße Katzenvideos aussucht, sondern wenn zum Beispiel, wenn ich ein Gewaltvideo mir anschaue und mir dann weitere Videos zeigt, die ebenfalls Gewalt verherrlichen. Oder auch, wenn beispielsweise eine merkwürdige Meinung entsprechend verstärkt wird, wenn man keine unabhängigen oder ausgewogenen Nachrichten erhält, sondern diese Informationen hört und sieht, die die eigene Meinung dann festigen. Also man im übertragenen Sinne so in seiner eigenen Filterblase gefangen ist und nichts mehr so rechts und links davon wahrnimmt. Und dieses Filterblasenproblem stellt sich natürlich auch mit den Daten, die in einem bestimmten Kontext häufig natürlich in der Vergangenheit erhoben wurden und die zur Entscheidungsfindung in der Zukunft verwendet werden. Das ist zum Beispiel der Fall bei sogenannter Recruiting-Software, also Software, die man verwendet, um Bewerberinnen und Bewerber auszusortieren mittels Algorithmen. Und da kam es zum Beispiel im IT-Bereich schon vor, dass Software männliche Bewerber bevorzugte, da der Algorithmus auf Grundlage der bisherigen Daten, also in der Vergangenheit erhobenen Daten, in der primär Männer eingestellt wurden im IT-Bereich, davon ausgegangen ist, dass Männer für diese Stellen geeigneter sind als Frauen, was natürlich totaler Blödsinn ist. Aber der nicht besonders gut durchdachte Algorithmus und die bedenkenlos zur Entscheidungsfindung eingesetzten Daten haben das entsprechend suggeriert. Also das heißt, und genau das kann alte Vorbehalte und Stereotype entsprechend tradieren. Man fragt sich dann, okay, wie kommen wir da raus? Und eine pädagogische Frage ist ja stets, was können wir tun, was brauchen die Menschen, wie gehen wir mit diesen neuen gesellschaftlichen Herausforderungen um? Für mich ist erstmal wesentlich, dass idealerweise alle Menschen wissen,
was Algorithmen sind und wie sie funktionieren. Und wie sie aggregierte Daten und unsere Mediennutzung und wie sie auch unsere Kommunikation beeinflussen. Also wie Dirk Becker gesagt, mitkommunizieren. Es geht aber nicht nur um Verstehen dieser Technik, sondern auch darum, Medien und Technik selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu nutzen. Und wenn ich das so sage, selbstbestimmt und eigenverantwortlich, dann bin ich gedanklich ganz nah an einem Konzept, das bereits 50 Jahre alt ist und in der Medienpädagogik eine ganz zentrale Bedeutung hat. Es geht nämlich um die Medienkompetenz, die unter anderem Dieter Barkesel geprägt hat und die hinter mir hier ein ganzes Regal füllt. Wenn der Begriff der Medienkompetenz in der öffentlichen Diskussion fällt, dann wird er aber häufig auf technische Bedienkompetenzen reduziert. Und das greift aber natürlich viel, viel zu kurz, denn Medienkompetenz ist mehr. Also wenn man nur allein das Modell von Dieter Barke nimmt, dann werden darin vier Dimensionen genannt. Mediennutzung, Medienkunde, Mediengestaltung und Medienkritik. Und in den letzten 50 Jahren wurde das von den Kolleginnen und Kollegen in zahlreiche weiterführende Modelle entsprechend formuliert, die die Medienkompetenz als Zielperspektive dann nochmal gefestigt und nochmal ausführlicher beschrieben haben. Und ich möchte das machen, was ich an dieser Stelle in diesen Videos sehr häufig in dieser Serie mache, nämlich etwas komplexitätsreduzierend auf den Punkt bringen. Wenn man das nämlich für die Medienkompetenz macht, dann ist Medienkompetenz nichts Geringeres als gesellschaftliche Handlungsfähigkeit. Nur eben in einer Welt, die durch Medien geprägt ist. Und wenn Sie nun das vorher Gesagte, nämlich, dass unsere Welt nicht nur durch Medien geprägt ist, sondern eben auch durch Technik, die sich hinter der Oberfläche des Mediums befindet, dann wird deutlich, dass alle Menschen zur Media Literacy, also zur Medienkompetenz, auch eine Digital Literacy, eine Data Literacy benötigen. Okay, jetzt sagen Sie vielleicht, ich bin überzeugt. Da bin ich glücklich. Aber die Frage ist, wie geht das? Ja? Also wie kann ich ein Grundverständnis von digitalen Medien, Technik und informatischen Prozessen überhaupt erreichen? Mein Vorschlag dazu ist, das etablierte Konzept der Medienkompetenz, um digitalisierungsbezogene Aspekte zu erweitern und beispielsweise den Ansatz der Medienkritik, um kritisch-reflexiven Umgang mit Technik und Daten zu ergänzen. Bildungsziel wäre dann, die Fähigkeit zur kritischen Reflexion medialer, technischer, informatischer und technologischer Prinzipien, wobei ich mit Reflexion keineswegs nur eine von alltagskultureller entfernte und entfremdete technologisch-kognitive Betrachtungsweise meine, so eine theoretische Perspektive, sondern auch und vor allem eine kreative, emotionale und eine handlungsorientierte Zugang. Etwa vergleichbar mit dem oft vergessenen, aber sehr wesentlichen Ziel des Doings bei John Dewey zum Beispiel. Also konkrete pädagogische Ansätze, die dieses grundlegende Verständnis medialer, technisch-technologischer Prinzipien in kreativer und handlungsorientierter Form fordern können, wären zum Beispiel in meiner Sicht Coding, Tinkering und Making. Denn zum Beispiel Coding ist ja eigentlich nichts anderes als um technische Aspekte ergänzte Mediengestaltung. Also ich produziere kein Bild oder ein Video, sondern ein kleines Programm oder eine App. Etwa so wie Making nicht auf mediale Artefakte reduziert bleibt, sondern die Gestaltungsspielräume auf Technik, auf Hardware erweitert. Und wenn beim Tinkern Software oder Hardware spielerisch an ihre Grenzen gebracht wird, dann können man dadurch Reflexionsprozesse anstoßen, die eben eine kritische Auseinandersetzung mit den Funktionsweisen, Prozessen, Grenzen von Medien, Technik und Daten anregen können. Und in diesem Verständnis wäre dann Tinkern eigentlich nichts anderes als eine handlungsorientierte Form der Technik- und Medienkritik. Ich will sagen, etwa so, wie mit aktiver Medienarbeit Reflexionsprozesse in Bezug auf Medien angestoßen werden können, so können mittels Coding, Tinkering und Making ganz handlungsorientiert Kritik- und Reflexionsfähigkeiten in Bezug auf Medien und die im Hintergrund wirkende digitale Technik gefördert werden. Die Handlungsorientierung ist deswegen sehr wesentlich, weil wir ja jetzt auch stark vereinfacht gesagt
am besten lernen, wenn uns nicht nur jemand etwas erzählt, sondern wir auch eigene Erfahrungen machen können. Und in diesem Sinne, soweit mein kleiner Beitrag zur Frage, wie wir Media Literacy und Data Literacy fördern können, zusammenbringen können. Sie merken sicher, es gibt da noch richtig viel zu erzählen. Und an einigen Stellen habe ich so die eine oder andere eher verkürzte Aussage gemacht oder auch Fragen offen gelassen. Für dieses kurze Video ist das Thema einfach zu komplex, um sozusagen jeder einzelnen Frage entsprechend zu folgen. Aber wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann finden Sie in meinem YouTube-Channel noch weitere Videos, auch unter anderem zu den Fragen, die in diesem Video unbeantwortet blieben oder auch zu kurz kamen. Und sollte Sie noch eine Frage aus der Medienpädagogik oder aus der Bildungsinformatik interessieren, die hier jetzt noch nicht beantwortet wird, dann schreiben Sie mir gerne einfach, dann versuche ich in der nächsten Zeit auch diese Frage zu ergänzen, dann aber wieder aus dem Schaukelstuhl und nicht mehr aus dem Schreibtischstuhl. So long, vielen Dank mal wieder für das Interesse, alles Gute, tschüss.